Der Hongkonger Aktivist Joshua Wong hat in Berlin an die deutsche Öffentlichkeit appelliert, den Kampf um Demokratie und Freiheit in seiner Heimatstadt zu unterstützen. Er forderte, Polizeigewalt und Machtmissbrauch zu verurteilen und zu verhindern, dass Hongkong ein Polizeistaat werde, und schloss mit einer konkreten Forderung an Deutschland. Deutschland sollte den Verkauf und die Ausfuhr von Waffen und Ausrüstung an die Polizei von Hongkong unverzüglich einstellen. Und Deutschland sollte die Verhandlungen zum Handel mit China und Hongkong aussetzen, bis die Menschenrechtsfrage auf der Tagesordnung steht. Seit 14 Wochen wird Hongkong von Unruhen erschüttert, bei denen laut Wong Gummigeschosse und andere Ausrüstungsgegenstände eingesetzt werden, die aus Ländern wie Deutschland, Großbritannien und den USA kämen. Inzwischen geht es bei den Protesten um viel mehr als den inzwischen zurückgezogenen Gesetzesentwurf, der die Auslieferung von Verdächtigen nach China erleichtern sollte. Es geht um freie Wahlen und Demokratie, wie es bei der Übergabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China vereinbart wurde und worauf auch Bundeskanzlerin Angela Merkel verwies. Ich habe bei meinem Besuch auch wieder darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der Menschenrechte für uns unabdingbar ist. Das gilt insgesamt. Und das gilt auch im Blick auf die Situation in Hongkong, wo wir das Prinzip ein Land, zwei Systeme weiter für richtig halten. Der 22-jährige Studentenführer zog in seinem Statement auch historische Parallelen, die die Bedeutung des Kampfes um Menschenrechte und Demokratie in Hongkong verdeutlichen sollen. Hongkong ist das neue Berlin in einem neuen kalten Krieg. Ich bitte Sie, sich auf die Seite der Menschen in Hongkong zu stellen. Gute Reise.